Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer mit einem neuen Abenteuer hier in Medieval Dynasty. Ihr könnt den Kanal gern abonnieren, das Glöckchen aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und ein Daumen hoch hilft jedem kleinen Kanal. So, wir werden heute, ich habe gestern Abend noch Bäume gefällt und auseinandergenommen. Hallo Patilda. Was hat sie nur wieder? Du könntest einen Happen vertragen mit einer Karotte. Hau doch mal, gib mir doch mal ein schönes Steak und nicht immer bloß vegetarischen Kram. Weiß ich zu schätzen. Muss ich auch noch schwindeln. Mach's gut. See you soon. Ja, ja, ist schon recht. Oh, und es sind wieder Stämme oben liegen geblieben. Das ist das, was mich so ärgert. Was ist denn jetzt? Jetzt kann er wieder nicht über die Stämme drüber springen. Leute, Leute. Rasimir, du bist so richtig unsportlich. Jetzt müssen wir erst noch eine Schaufel holen, damit ich die Stüppen hier rausbuddeln kann. Ach, den habe ich auch noch nicht zerlegt. Alles klar. Hacke raus oder Axt raus. Naja, es war gestern Abend dunkel, da habe ich das nicht mehr so gesehen. So, ist irgend... Habe ich die Häuser hier mit Schindeln gebaut? Sieht so aus. Oh. Ach so, ich habe auch immer. Stimmt. Mich wundert, dass ich 36 Bretter rübergeschleppt habe. Ich habe ja auch immer 72 Bretter geschleppt. Stimmt. Mich wundert, warum sieht das Dach jetzt so kacke aus? Da habe ich ein einfaches Holzdach gemacht. Alles klar. Na ja, gut. Manchmal ist man halt wie behämmert. Stimmt, ich habe die doch immer mit Schindeln gedeckt und nicht bloß mit. Nicht bloß mit Brettern. Alles klar. Na ja, gut. Da haben wir noch was. Jetzt können wir doch. Renn mich noch mal ja nicht über den Haufen. Alter Platsch. Könnt ruhig mal ein bisschen aufpassen, wo er hinrennt. Da muss ich bei der Arbeit euch aus dem Weg gehen. Das sind manchmal so unhöfliche Leute hier. Den haben sie noch den Benehmen beigebracht. Auf dem Stehen liegen hier. Auf unserem Bauplatz, wo wir das nächste Haus bauen wollen. Da liegt noch ein Stamm. Na komm, den Breitwegerich sollst du nicht nehmen, du sollst den Stein nehmen. Da kommt doch schon wieder hier lang gelatscht. Weißt du nicht, was du machen sollst, Freund? So. Ja, das Zeug, den Kram, den räume ich jetzt erstmal hier her, nehme das Haus. Die Holzstämme. 15 sind es morgen geworden. Na, guck an. XEF und die Steine, die ich gesammelt habe. Die Karotte, die werde ich jetzt mal essen. Die hat mir meine Frau gegeben. Da gibt sie mir schöne Karotte und ich schleppe die den ganzen Tag mit mir rum. Da kann ich mal auch so eine Pfeife anbrennen, wenn ich hinkomme. Warum hast du die Karotte nicht gegessen? Mhm. Naja, muss man aufpassen. Was da was? So, den Holzstamm nimmst du noch. Könnt den auch noch wegbochen, den. So. Ne, da steht es eigentlich nicht im Weg. Sollen wir uns bloß noch. Die haben wir ja im Materiallager gar nicht in die Kiste gepackt, sondern gleich in die Ecke gelegt. Naja, gut. Dann machen wir das nächste Haus. Machen wir jetzt. Da habe ich auch die drei Häuser, die ich im Sommer gebaut habe, auch bloß mit Brettern bedeckt, oder? Habe ich da Schindeln gemacht. Die stehen ja hier drüben. Naja, die sehen also hässlich aus, alles klar. Das sieht ja wirklich hässlich aus mit denen.
Alle anderen mit Schindeln. Naja, gut. Können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Das werden wir demnächst abändern. So, die Holzschaufel, die legen wir uns auf die 4. Jetzt buddeln wir das erstmal wieder aus. Die ganzen Stücken. Sieht nicht schön aus. Also, Asi, da wirst du, was du zu machen hast. 1, 2, 3, 4 Schweine. Na gut. Na komm, das Buddeln ist aus. Mal nicht umgraben. Stein nehmen wir noch mit. Buddeln wir aus. Der Platz reicht. Müsste eigentlich reichen. Für ein Haus, oder? Für mich selbst dich umgraben. Gut. Den hätten wir wohl nicht wegmachen. Aber da steht uns eigentlich nicht im Weg. So, ja, das müsste eigentlich herausragen. Wir machen die Zweige machen wir noch weg. Alles, was hier so rumliegt, wird aufgelesen. Na gut, soweit kommen wir mit unserem Haus nicht, aber wir können ja mal ein bisschen sauber machen. Hier sind noch ein Stein, Stück, mach mal ein Wald bis fegen. So, gut. Ich glaube, ich brauche nicht einen Stein. Gut. Nix Stein. Ja, die Stöcke machen wir noch weg. Und den Eingang hatten wir in die Richtung. Hallo, Ansgar. Willst du gucken, wo der Papa ist? Hallo, Ansgar. Hallo, Mister. Hallo, Mister. Was hat er denn gefunden? Den Pilz hast du mir wieder gegeben. Alles klar, danke, sehr schön. Hallo, Mister. Goodbye. Goodbye. Ja, ja, der kleine Ansgar. So, jetzt machen wir das Gerüst und jetzt bauen wir das Haus. So, da nehmen wir diese Holzstämme noch mit. Jetzt geht er wieder, das Wackeln noch wieder heben, gut. So, ein Stück zurück, dass wir hier zwischendrin laufen können, alles klar. Kuh, Gebäude. Häuser, Häuser. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und warum wird das jetzt hier nicht grün? Quatsch. Der Baum da hinten tatsächlich noch im Weg. Tatsächlich, oder? Also. Nee, da kann doch nicht im Weg sein. Na ja, doch, man weiß es nicht. Wir machen dich mal weg, wir werden gleich sehen. Und fallen wir natürlich wieder hier Luft. Nein, er fällt nicht ins Dach. Gut. Dein Glück. So, den buddeln wir erstmal aus hier. Gut. So, der hier dürfte nicht im Weg sein. Ich dürfte jetzt eigentlich gar nichts mehr im Weg sein. Probieren wir es noch. Da drinnen wird auch schon wieder gefegt. So, Gebäude, Bauen, Häusler. Gut, zurück.
So sieht es ganz gut aus. Oh ja, wenn ich so die Treppe sehe, es sieht ganz gut aus. Alt, was machst du denn? Gut, jetzt gehen wir rüber. Wir müssen ein Stück zurück. Machen wir jetzt gleich. So, jetzt habe ich aber ein Haus hier hergesetzt. Alles klar, es hat hergepasst. Ja, doch, der Baum hat tatsächlich gerade am Weg. Hält es doch nicht aus. Gut. Und jetzt schaffen wir denn die Steine. Die legen wir erstmal hier rein. Ja, 31 sind es schon. Alles klar. I. Hm. Gut, die Stöcke, die schaffen wir weg. Jetzt mache ich aber gleich. Gleich ist richtige Dach, mache ich diesmal. Machen wir gehen zum Bretterdach wieder, machen wir ordentliche Schindeln, wie sich das gehört. Ich zeig mir unsere Uhr. 12.53 Uhr, ne, das schaffen wir heute. Das schaffen wir. Hier räumt wirklich keiner, räumt mal den Spittel auf, der hier rumliegt. So, also 72 Bretter. Wie viel haben wir drinne? 21? Wieso bloß 21? Gut, dann nehmen wir von hier hinten welche. Dann habt ihr hier hinten genug rumliegen. Achso, wir haben ja die Bretterproduktion eingestellt. Stimmt. Das sind 100er Stapel, alles klar. Da schmeißen wir mal 28 weg von den Brettern jetzt. Bretter X. Das sind dann immer 28. Anhieb getroffen. Ha. So. Das Netz in der Hand. Wieso hat er denn jetzt das Messer in der Hand? Da ist er schon ein bisschen über am Kopf, oder? Hammer müssen wir auch mitnehmen. Hallo, Mister. Jetzt gemacht, hat er wohl eine Ameise tot getreten oder was? So, dann brauchen wir noch, wie viele Stämme haben wir hier liegen? 18. Naja, mehr als 4, 5 nehmen wir nicht mehr mit. Das müsste dann nämlich reichen. Weiter. XEF, alles klar. Jetzt gehen wir nochmal, holen nochmal. Die Steine holen wir auch auf zweimal. Da können wir mal flitzen. 31 Steine haben wir schon. Brauchen wir theoretisch noch 52. Na, die müssen wir mit eben mal wegkriegen. 52 Steine, ja. 52 Steine. Wo sind jetzt die Steine? Ganz unten. Ganz unten sind die. Jetzt müssen wir langsam kommen. RS Steine. Bloß machen die überhaupt was? Stehe ich nicht so richtig. 309, das ist doch, haben die wieder kein Zeug. Gut, das muss ich nachher, wenn das Haus fertig ist, muss ich das mal wieder überprüfen. Meine ganze Produktion. So, alles klar. F. Da, nee, keine 117. Bist noch verrückt. 53 müsste reichen. Bestätigen. Gut, und dann holen wir uns noch die Stämme. Und einen Hammer brauche ich sowieso noch. Oder zwei. Ich werde zwei mitnehmen und dann den angefangenen, den kaputten, der noch 3% hat. Den können wir ja zum Konfigurieren nehmen. So, gut. I, die Steine. XEF, alles klar. So, alles klar. Jetzt hole ich noch die Grundhölzer, Holzstämme und zwei Hämmer. Und wir sehen uns nachher wieder.
wenn das Haus fertig ist. Alles klar, meine Freunde, brauchen wir ja nicht zuzugucken. Haus wisst ihr ja, wie es gebaut wird. Bis gleich. So, meine Freunde, das Haus ist fertig. Wir haben es jetzt 17.08 Uhr. Naja, meine Leute machen jetzt bald wieder Feierabend. Und jetzt gehen wir mal nach Hause. Wir räumen uns erstmal das Zeug alles aus, was wir noch einstecken haben. Und oh, der Ansgar kommt auch hin. Und schauen mal nach Äxten und dem Zeug, was wir alles brauchen. So, was haben wir denn noch drin? Eisenbolzen, die müssen wir mal wieder sockeln. Eisenmesser, Eisenpfeil, Fackel, Federn, Fliegenpilz, den können wir, gebratenes Fleisch, das können wir essen. Den Holz haben wir räumen raus. F. Die Holzschalen. F, E, F. Wie sieht's denn aus mit unserem Hunger? Das hat die eine Suppe auch noch. Da werden wir mal die eine Suppe gleich mal essen. Genau. F. Gott, das, und wir werden den restlichen Wasser trinken. Da können wir nachher unseren Trinkschlauch noch voll machen. So, gut, das haben wir ausgezüffelt. Jetzt schauen wir mal hier noch rein, was so alles noch fehlt. So, den Fliegenpilz schaffen wir rüber. Die Holzschale kommt raus. Die Holzschaufel kommt raus, brauchen wir jetzt auch nicht. Ich glaube, werden wir jetzt nicht mehr groß brauchen. Ich glaube nicht, dass wir noch... Vielleicht kann man noch ein Haus bauen. Ich weiß es nicht. Ich will sag niemals nie. Steinpfeil. So. Wir haben jetzt wie viel? 38, oder? 39 schon. Nee, 37 ist das 38. glaube ich. So, alles klar. Jetzt schauen wir mal. Bretter. Bronzepfeile. Was haben wir denn so noch? Wir haben noch. Bronzepfeile, Bronzesichel, Bronzespeer, Bronzesichel, Bronzeäxte haben wir keine mehr. Wir haben Eisenbahn, 117, ein Eisenerz. So, dann haben wir Holzhämmer, das reicht, Holzlöffel, Holzschalen. Holzschaufeln, Holzstämme 314, Holzdämmer Teller 150. Da können wir übrigens mal Fleisch mit Soße machen. So, dann haben wir Kupfer. Kupferbarren, Kupferbolzen, Kupfererz, Kupferhacke, Kupferpfeil. Wir haben auch keine Kupferäxte mehr. Bronzeäxte, Eisenäxte haben wir keine mehr. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, haben wir noch Steinäxte. Da brauchen wir uns nicht zu wundern, dass das nämlich hier nichts mehr zu wird. Haben wir auch keine. Steinäxte. Aber die haben doch Steinspitzhacken. Da müssten die doch auch mal langsam wieder ein paar Steine produzieren, oder? Das ist mir immer zu wenig, was die hier machen. So. Irgendwie ist das komisch. Aber wir nehmen uns jetzt mal, wir sind mal jetzt gleich großzügig, wir nehmen jetzt mal 80 Steine. Steine. Und dann müssen wir sehen, wenn wir genügend Eisen haben, dass wir mal in die Eisenwerkzeugproduktion einsteigen. Zumindest Eisenäxte. Eisenäxte und Eisenmesser für unsere Jäger. Und ein paar Sensen vielleicht. Also wir haben schon noch einiges vor uns. Mit der einen Mine. Naja, da kann man auch keinen großen Start gewinnen. Aber die haben ja alle auch bloß eine 2, eine 3 in der Gewinnung. Wenn die jetzt steigen, da wird es automatisch mehr. Aber wir nehmen jetzt mal ein paar Steine. Ach, Anhieb getroffen. Ne? Waren wir gut oder sind wir gut? Ja. Und jetzt haben wir noch ein paar Steckchen dazu. F, dann nehmen wir mal hier einfach mal so. So, alles klar. Und jetzt machen wir Q. Erst einmal Steinäxte. Steinmesser haben wir da überhaupt noch welche? Ja, E. 40 Steinäxte. So, bis ich die 40 Steinäxte aufgebraucht habe, müsste man eigentlich auch bei Eisenäxte machen. So, alles klar. Die kommen jetzt hier rein.
Steinäxte. Steinäxte. Ich habe eine einzelne Steinaxt. Wieso hat er mir wieder in den Slot gelegt? Alles klar, dass das immer sein soll. Das haben die anderen jetzt abgestellt. Aber es ist nur bei den Steinäxten so. Jedes Mal, wenn ich Steinäxte mache, kriege ich eine in den leeren Slot gepackt. So. Steinmesser. Haben wir da noch welche? Das sieht nämlich auch ganz, ganz, ganz bescheiden aus. Aber okay, ne? Also. Nehmen wir auch nochmal 80. F. Jetzt haben wir 81 erwischt. Gut. Bestätigen. Steckchen haben wir noch. Und jetzt machen wir nochmal 40 Steinmesser. Und da müssten wir jetzt die nächsten Tage eigentlich hinkommen, bis wir Eisenwerkzeug herstellen können. Vor allem, das wird ja dann auch, geht ja nicht so schnell kaputt. Okay, hier rein, Steinmesser. Hat er mir auch ein Steinmesser reingelegt? Nee, das ist mein Eisenmesser. Entschuldigung, nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Aber hat er mir auch reingelegt. So ein Quatsch. F, E, F. So, jetzt haben wir 40 Steinmesser. Da können die nämlich auch wieder ein bisschen was machen. Stöcke, F, E, F zurück. Den Trinkschlauch machen wir voll. Dann habe ich gesagt, die Eisenbolzen F, die werden wir zusammenlegen wieder. Jetzt sackeln wir sie wieder. Eisenpfeil, da haben wir noch 31. Steinpfeile habe ich noch 42. Rekufpucken. Ja, das ist eigentlich die Gürteltasche, das ist alles klar. Das gebratene Fleisch, das essen wir. Den Fliegenpilz schaffen wir rüber. Die Federn, die tun wir mal hier rein. F, E, F, das sind die vom Holzfällen, alles klar. So. Lebensmittellager, jetzt schauen wir mal, was hier los ist. Wie das hier mit den Lebensmitteln aussieht. Also Wasser haben sie jetzt, 32 Eimer Wasser. Also das Wasser kann nicht ausgehen. Eintöpfe 42. Kohl, Suppen haben sie 2, 3, 5. Auf alle Fälle nicht leer geflöht. Nicht leer geräumt. Und wir werden jetzt nochmal rote Beetesuppen können wir auch jetzt machen. Seht ihr's? Und Fleisch mit Soße. Haben sie gebratenes Fleisch eigentlich noch drin? Gebratenes Fleisch, 23 Mal. Alles klar, mein Fliegenpilz räume ich auch nochmal hinein. F, den hat mir der Kleine vor uns nochmal gegeben. So, jetzt überlege ich mal, ob ich noch Suppen mache. Ich mache noch ein paar Eintöpfe, genau. Eintöpfe machen wir noch ein paar. Das brauche ich nicht groß zu rechnen. Da nehme ich hier die Möhren mit, 254 oder alle, F, E, F. Das wären 125. Ja, 125, 127, 127 Eintöpfe werden das. Und das gleiche nehme ich jetzt an Fleisch mit, 91. F, E, F. Und da brauche ich nochmal 91, 155 und 9, 164 Fleisch. F. Bestätigen. So, und Dingslager brauchen wir noch 127 Töpfe. So, da gucken wir, was wir haben.
So, und dann, oh ja, das müssten wir alles mit denen mal wegkriegen. So, Holzschalen, da haben wir. Dann nehmen wir die ganzen alten mit. 1, F, 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 3 und 8 sind 11 und 6 sind 17 und 5 sind 22 und 18 sind 40. Da brauche ich jetzt noch 60, 80, 87. F 96, 87 bestätigt. Da ist immer ganz schön beladen, aber das schaffen wir bis heim. So, da kochen wir jetzt die Suppen noch. Und dann hat sich der Tag für uns heute erledigt. Dann schaffe ich die Suppen noch vor. Und wir können den letzten Tag, oder nicht den vorletzten Tag, wir haben ja noch zwei Tage Herbst, können wir mal nach Jesernica und nach Hornica. Ansgar, wie sieht's denn aus? Kommst du mit dem Papa mit? Wir gehen Suppen kochen. Jetzt interessiert ihn gar nicht. Gut. So, jetzt hier. Suppen, Möhrensuppen. 127. Habe ich richtig gerechnet. Ja, E, F. Alles gut. 127 Suppen. Das ist ein Haufen Zeug. So, die schaffen wir jetzt gleich vor. Ja, eine Karotte ist übrig geblieben, ein Stück Fleisch. Das Stück Fleisch, das werden wir noch braten, das eine. Ein Stück Fleisch, das braten wir noch. So, das ist unsere Verpflegung für den nächsten Tag. Und die Karotte, die putzen wir nachher noch weg. Wo ist er denn? Hat er sich reingeschlichen? Und der Bathilda hat sich auch reingeschlichen. Ich habe gar keine Tür gehört, dass die auf und zu gegangen ist. Naja, das zeigt die Uhr. 18.55 Uhr. Naja, gut. Alles klar, meine Freunde. Heute wird der Rasi mir nichts mehr groß machen. Ich verabschiede mich von euch. Ich werde vielleicht noch ein bisschen aufräumen hier, ein bisschen Zeug zusammenlesen. Alles klar, meine Freunde. Ich sage dann schon mal tschüss, bis zum nächsten Tag. Da gehen wir mal auf Tour durchs Tal wieder. Mit Sachen zum Verkaufen. Alles klar, ich sage dann schon mal tschüss.